Hey, mein Name ist Hassan. Ich bin hier Schüler auf der Friedrich-List-Schule. Ja. Und möchte auch hier ganz offen und ehrlich meine Meinung zu Toleranz, Vielfalt und so weiter auch äußern. Also Offenheit, Vielfalt, Respekt und Toleranz gehören einfach überall dazu. Alle Menschen auf dieser Welt sollten das einhalten, weil wir natürlich alle am Ende gleich sind. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen und alle gleich. Und so haben wir uns alle gegenseitig auch zu behandeln. Und für mich gibt es ganz ehrlich nur eine Sache dazu zu sagen. Behandle die Menschen nicht so, wie du selber nicht behandelt werden willst. Anhand eines Reimes. Was du nicht willst, dass man dir tut, so füge es keinem zu. Und was Toleranz auch angeht, tolerant sollten alle einhalten und sollte jeder beherrschen. Wir müssen uns alle gegenseitig respektieren, akzeptieren, genauso wie wir sind. Keiner darf irgendwie ausgegrenzt werden oder schlecht behandelt werden und so weiter und so fort. Was heute angeht oder was auch früher angeht, was uns zum Beispiel Muslime heutzutage angeht. Ich als Moslem, ganz ehrlich, fühle mich häufig auch verletzt in meinem Glauben. Weil, warum? Es wird hier und da immer wieder spekuliert, dass wir irgendwie eine skrupellose Unterschicht sind, dass wir angeblich gewaltsam sind und dies und das machen, weil es hier und da immer wieder Personen gibt, die den Ruf der Religion in den Dreck ziehen, unter anderem, und es falsch präsentieren bzw. interpretieren. Aber wenn es solche gibt, heißt es doch nicht gleich, dass alle so sind. Es ist wie eine Rede mit großen und kleinen Trauben. Wenn eine schlecht ist, heißt es nicht gleich, dass alle verfolgt sind. Wenn es natürlich gibt es hier und da immer wieder, wie soll ich das jetzt genau sagen, hier und da gibt es immer wieder etwas Schlechtes, aber auch etwas Gutes. Man sollte das Positive eher bewerten und höher schätzen als das Negative. Negativ gibt es zwar überall, aber es ist genauso, können Sie jetzt mit einem Baum vergleichen zum Beispiel. Da gibt es hundertprozentig gute Frucht und schlechte Frucht, aber Sie suchen sich doch die gute Frucht aus. Und die schlechte Frucht beachten Sie ja dann nicht. Aber deswegen sagen Sie doch gleich, dass diese Frucht schlecht ist und alle anderen Früchte sind jetzt deswegen auch schlecht. Das ist einfach... verrückt. Das ist einfach bescheuert, so etwas zu sagen oder zu denken. Das geht Ihnen allen so. Also ich sage hier ganz klipp und klar, ganz offen und ehrlich, ich als Moslem, ganz ehrlich, ich respektiere und akzeptiere alle Menschen auf dieser Welt. Seien es Muslime, Christen, Juden, Buddhisten, Hinduisten, selbst Atheisten, die überhaupt keine Religion haben. Was wichtig ist, behandle mich mit Respekt, so behandle ich dich dann auch. Aber wenn du mich jetzt irgendwie persönlich angreifst oder sozusagen irgendetwas vorwirfst, womit ich überhaupt nichts zu tun habe, so tue ich das natürlich auch und wehre mich auch dagegen. Also ganz einfach, Vielfalt, Toleranz und Offenheit gehört überall hin dazu. Und wir sollen das alle nämlich einhalten. Für mich persönlich sind ja die Menschen nur zwei Dinge. Entweder sind die meine Glaubensbrüder im Islam oder sind halt keine Muslime, aber sind genauso so Menschen wie ich. Und Rassismus, Faschismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit, diese vier haben nirgendwo, auch nicht bei uns hier, kein Platz. Zeigt Ihnen die rote Karte.